Servus Leute, Chris ist am Start und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, zu einem weiteren Sprint to Glory Showdown. Logischerweise kann ich den nicht ganz alleine aufnehmen und deshalb ist traditionell mit dabei der geschätzte Kollege Dennis. Servus YouTuber von mir, herzlich willkommen. Heute also mal ein besonderer Showdown, weil wir nicht in Europa unterwegs sind. Denn wir sind in der USA, übernehmen das Team von Lionel Messi und natürlich auch David Beckham. Wir sind bei Inter Miami und ihr habt das des Öfteren in die Kommentare geschrieben und auch auf Instagram. Bitte macht doch mal das Liga- und Playoff-System in der MLS und genau das machen wir in dieser Folge. Es gibt aber logisch nicht nur bei mir auf dem Kanal ein Video, sondern auch zeitgleich eins bei Dennis und der darf gerne mal sagen, was bei ihm online kommt. Genau Leute, hier mit Inter Miami und Lionel Messi auf meinem Kanal ist es Al Nassr mit CR7, Sadio Mané und weiteren Kandidaten, die dahin gewechselt sind, aber in der Bundesliga, weil das Ligensystem bzw. das internationale System in Saudi-Arabien im Osten so ein bisschen komisch ist einfach. In der MLS ist es ja so, man geht in eine Karriere rein und ist bereits im Januar, heißt also es tauscht eigentlich jetzt hier, was die eigentlichen Transferphasen angeht. Ein Monat Transferphase jetzt bedeutet 10 Minuten, später 2 Monate Transferphase bedeutet dann 20 Minuten. Ihr kennt das ja ursprünglich vom Regelwerk. Ihr seht es jetzt nochmal im Hintergrund auf jeden Fall eingeblendet. Screenshotten, Pause machen, volles Programm. Und dann natürlich super gerne auch Liebe da lassen. Lasst einen dicken Daumen nach oben, da wollt ihr sowas öfter sehen. Genau, auch fleißig kommentieren. Wollt ihr weitere Challenges? Ja, habt ihr Vorschläge, Teamvorschläge, Duellvorschläge? Ab damit in die Kommentare. Checkt das Video bei Dennis super gerne ab. Und um nichts mehr zu verpassen und Teil dieser Community zu werden bei Dennis und auch bei mir, kostenlos abonnieren. Bedeutet jetzt also 10 Minuten Konferenzschaltung. Die erste. Viel Spaß dabei. Total ungewohnt, irgendwie jetzt 10 Minuten als Timer zu stellen. Das kennt mein Handy so auch gar nicht. Zuletzt, ich habe das nie verwendet. Immer nur 20 Minuten. Gut, Winter kommt ganz, ganz selten bei uns vor. Hier ist es jetzt aber die erste Transferphase und der Timer beginnt in 3, 2, 1, let's go. Unsere Mannschaft seht ihr ja im Hintergrund. Sieht recht stabil aus. Logischerweise Jordi Alba, Busquets, wir haben Lionel Messi, wir haben Facundo Farias, eine STG Showdown-Legende noch aus dem Vorjahr und wir haben insgesamt 70 Millionen und das als ganz kurzes Extra noch. Wir haben 50 Millionen jeweils obendrauf. Dennis und auch ich und starten jetzt dann also rein. Ein Monat Transfermonat für uns jetzt hier zu beginnen und mal gucken, was dabei rauskommt. Ich bin auch echt gespannt, ob wir jetzt alles auf eine Karte setzen, wobei man dann später noch 2 Monate natürlich logischerweise auch Zeit hätte, um dann vielleicht da noch wiederum mehr zu machen, gerade auch europäisch betrachtet mit keinen auslaufenden Spielerverträgen mehr. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, bin auch super gespannt, was Dennis macht und ihr seht bei ihm jetzt einfach mal den Anfang. Und auch ich starte rein, aber ihr seht jetzt dann zwischenzeitlich erstmal, was bei ihm passiert. Heute ist alles umgekehrt und wir starten also mit 10 Minuten Transferphase rein. Diese 10 Minuten beginnen in 3, 2, 1, let's go und ja, die werden auf jeden Fall nicht reichen, um den gesamten Kader zu verändern. Was wir aber tun müssten, wir haben wirklich gar keine Zeit zu verlieren. Den Kollegen hier, González Pires, habe ich von der Leihe zurückgeholt. Ansonsten haben wir Martinez, Gregory und Farias ebenfalls auf der Transferliste, weil wir halt keine Talente brauchen in so einem Video. Ach ja, und außerdem haben wir statt den eigentlichen 20 Millionen 71 Millionen Budget, also nochmal 50 Millionen draufgepackt, damit wir halt ordentliche Moves auch machen können. Auf der anderen Seite legen wir aber auch los mit den Neuzugängen, denn wir haben, wie gesagt, gar keine Zeit zu verlieren. Genau aus diesem Grund holen wir jetzt einen neuen Rückhalt, Alban Lafor. Wir kennen ihn, glaube ich, alle jahrelang. Ein unfassbares Talent im Karrieremodus. Mittlerweile halt nur noch, in Anführungszeichen, ein 82er Potenzial. Daneben aber auch eine 78er Gesamtstärke, womit er auch schon ein saftiges Upgrade ist und halt nur 11 Millionen und unseren Keeper im Tausch kostet. Für 23 Millionen haben wir eine neue Nummer 1. Er ist aus seiner Verletzung mittlerweile wieder fit, aber vor ihm ist noch Blaswig und bei Leipzig hat er tatsächlich nicht mehr diese unangefochtene Nummer 1 Position. Bei Ungarn natürlich noch der Nationalkeeper, er kommt jetzt langsam aber wieder zurück, ist 32 Jahre alt, hat eine 84 an Gesamtrating und damit plus 14 im Gesamtrating bezogen im Vergleich zu unserem Callender, der vorher unsere Nummer 1 war. Wir überweisen 23 Millionen nach Deutschland zu Leipzig und haben damit unseren ersten Neuzugang und es soll weitergehen. Wobei, ey, 10 Minuten ist echt gar nichts. Ich bin komplett überfordert, ehrlich gesagt. Martin de Roon von Atalanta Bergamo wird dann mein nächster Transfer werden. Von der eigentlichen Position ist der 31-jährige ZDM. Ich plane ihn aber in der Innenverteidigung. Ein 1:1-Tausch wird es dann für Ivan Rakitic, ein weiterer Ex-Kollege von Messi. Wir tauschen nämlich Facundo Farias 1:1 aus. Wie gesagt, Leute, so ein Talent, das brauchen wir halt nicht in so einem Video, was auch nur ein einziges Jahr gehen wird. 81er Gesamtstärke, 34 Jahre alt. Ich hoffe mal nicht, dass er zu stark sinken wird, der gute Rakitic. Ein Kollege aus der Nationalmannschaft darf ebenfalls nicht fehlen. Ich hoffe mal, dass ich jetzt hier keine Scheiße laber, denn ich hole Lucas Ocampos von Sevilla. Womit wir jetzt also den nächsten Transfer perfekt machen und noch knapp 3 Minuten auf der Uhr haben, um die Transferphase hier im, ja, ich wollte sagen Winter, aber es ist ja auch irgendwo der Winter, aber es ist die erste Transferphase. Ey, alles ist ja einfach anders, Leute, ohne Reverse-Card-mäßig. Olise kommt aus der Premier League von Crystal Palace und verzichtet auf nahezu 50% seines vorherigen Gehalts. Das Ganze in der Premier League. Gut, nicht unbedingt realitätsgetreu, denn ich denke auch hier in der MLS werden ordentlich Gehälter gezahlt, ansonsten wäre kein Lionel Messi dorthin gewechselt nach Amerika. Nichtsdestotrotz, ein absoluter Youngster, 21 Jahre jung, besitzt, glaube ich, ein
78er Gesamtrating und ein 85er Potenzial ist natürlich super. Planen wir für die linke Flügelposition Facundo Farias für rechts. Vorne haben wir noch immer Martinez, dahinter Lionel Messi, wir haben Busquets, wir haben Alba, wir haben eine super Innenverteidigung, jetzt auch mit Gulaschi einen richtig guten Torhüter. Also es sieht gar nicht mal so schlecht aus. Zu guter Letzt holen wir uns also noch Papu Gomez, mittlerweile bei Monster am Spielen für Josef Martinez und 4,65 Millionen im Tausch und sind damit jetzt aber auch endgültig durch mit dieser ersten Transferphase, die gefühlt eine Ü30 und ehemalige Lionel Messis Teamkollegen-Challenge gleicht. Womit unsere Mannschaft im Endeffekt dann wie folgt aussieht. Wir haben Messi vorne in der Sturmspitze mit Ocampos und Papu Gomez, also dahinter dann Rakitic neben Busquets und dem Kollegen hier im Dreier-Mittelfeld und in der Viererkette haben wir dann Alba, Deron und Lafont im Tor. Noch ein bisschen was zu tun für die Sommertransferphase dann, wo wir dann auch nochmal 20 Minuten Zeit haben werden. Budget ist auch noch vorhanden, ich bin relativ zufrieden und hoffe aber jetzt auch, dass alle Spieler die Snipe-Phase überleben werden. Die Zeit läuft langsam aber sicher ab, wir haben jetzt noch gute 15 Sekunden, ja, noch 7 Stunden am Transfer-Deadline-Day, 2 Transfers, damit bin ich jetzt auch erstmal cool, um ehrlich zu sein. Wir haben noch ein paar Spieler verkauft oder zumindest hergegeben, das ist aber nur Jetlin 1,45 Millionen und Ruiz 660.000. Und jetzt sehen wir nochmal Dennis oder uns direkt wieder zusammen. Ja, und der Timer startet auch schon. Sehr ungewohnt tatsächlich in der Reihenfolge, aber wir sind jetzt am Ende der ersten Transferphase, die halt eben nur einen Monat ging und somit nur 10 Minuten. Ich habe tatsächlich auch nur 2 Transfers gemacht, das weiß Dennis auch schon, kann ich schon mal vorwegnehmen. Und Dennis, bei dir sind es deutlich mehr, gell? Ja, mehr als das Doppelte, 5 an der Zahl. So viel Zeit habe ich gefühlt nicht gehabt. Ich war in den Entwicklungsplänen, da gucke ich auf die Uhr und denke so, oh mein Gott, nein, wo ist die Zeit hin? Aber naja, dann gibt es natürlich logischerweise auch nur 2 Snipes oder 2 Fünfer-Auswahlen auf jeder Seite. 3 Spieler werden bei dir also schon mal gesaved. Dennis, aber du bist der Gast, starte doch gerne mal mit deiner ersten Auswahl. Ja, auf jeden Fall. Ich habe gerade nur was Lustiges gesehen, das erzähle ich euch gleich zum Ende hin nochmal. Ich komme zu meiner ersten Fünfer-Auswahl. Es geht natürlich, was auch sonst, um einen neuen Keeper. Also Callender mit seiner 70er Gesamtstärke da. Ja, wurde mal in der Calendar Simulation kurz mal verkauft. Nee, kleiner Spaß, ich habe ihn eingetauscht. Und zwar haben wir da auf dem Zettel auf jeden Fall einmal Köhn Castells vom VfL Wolfsburg. Wir haben natürlich, er darf nicht fehlen, Manuel Peter Abi. Wir haben auch eine jüngere Variante mit Lafont. Wir haben Alvaro Valles, der hat auch 76er Gesamtstärke, 81er Potenzial von UD Las Palmas. Und wir haben den guten Renault von Union. Oh mein Gott. Also ich habe jetzt mit einer ganz anderen Auswahl gerechnet, also Köhn Castells ist natürlich mit dem auslaufenden Vertrag, ich weiß halt nicht, wenn er den noch hat, inwieweit man den dann bereits nur per Vorvertrag verpflichten könnte. Also man Manuel kann ihn Neuer auf jeden Fall verpflichten und der Vertrag läuft aus, also der läuft standardmäßig aus im Spiel immer. Okay, ja, ich weiß es nicht, also irgendwie Köhn Castells, nee. 5 Neuzugänge, man könnte natürlich mit Neuer unfassbar viel sparen, aber ich gehe diesmal mal wieder mit dem Weg des Unscheinbaren und das war der eine, wo du gesagt hast, 31, 76er Gesamtrating. Oder Alvaro Valles meinst du, von UD Las Palmas. Ja. Ja, der hat auch einen auslaufenden Vertrag tatsächlich. Ja, dann nehme ich doch einfach mal den. Habe ich noch nie gehört, also vielleicht schon mal gesehen, aber ich gehe einfach jetzt mal den unscheinbaren Weg. Ja, ich sag mal so, ich habe ihn auch gerade beim Raussuchen der Liste auch gerade das erste Mal gesehen. Ich habe mich am Ende für einen bekannten Namen entschieden, nämlich Alban Lafont. Da habe ich Drake Calendar eingetauscht und nochmal ein bisschen Geld oben drauf bezahlt. Aber einen bekannten Mann geholt, gute Gesamtstärke, Potenzial ist vorhanden. Ich bin relativ zufrieden. Ja, definitiv. Mit dem wäre ich tatsächlich absolut gar nicht gegangen. Also wenn, dann wahrscheinlich noch irgendwie Neuer, zwangsläufig. Aber darfst du definitiv behalten. Hat der da 78 oder was hat er noch? 78, genau. Okay, alles klar. Solide. Gut, auch ich gehe in meine erste Fünfer-Auswahl logischerweise mit einem Torhüter, bin aber tatsächlich deutlich mehr auf Rating gegangen. Denn das schwächste Rating ist eine 84, das beste ist eine 85. Zur Auswahl gibt es da einmal Jan Sommer. Es gibt dann auch, wie bei dir, nee, wobei, war bei dir, glaube ich, gar nicht, Yacine Bono. Nee, Bono war bei mir nicht drin, nee. Ah, okay. Dann mein Fehler. Wahrscheinlich habe ich es irgendwie jetzt gerade verwechselt mit Castells. Es geht dann weiter mit Gulaschi. Wir haben Kevin Trapp und wir haben zu guter Letzt noch Nick Pope. Okay, eine völlig andere Auswahl. Finde ich sehr, sehr interessant. Ja. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Du kannst ja vielleicht mal sagen, falls du so die engste Auswahl hast, so von den ersten zwei, wenn du... Ja, also ich habe Jan Sommer im Kopf, sage ich dir. Ich habe Jan Sommer im Kopf und eigentlich auch Gulaschi. Also das sind so meine zwei Favorites, weil ich glaube, die sind wirklich am mitbilligsten und war irgendwie, Trapp finde ich eigentlich auch geil, weil auch so in der Realität ein geiler Keeper, also die drei sind so in meinem Kopf und ich gehe am Ende auf, weiß ich nicht, ich gehe auf Trappo. Oh, let's go, Junge. Ja, ich darf Gulaschi also behalten. Nein, ach Mann, Digga, dieser Switch am Ende hat mich komplett auseinandergenommen, Mann. Hey, ich hab das so geguckt. Sommer oder Gulaschi geblieben. Ja, ich war hier so in der Kamera, Sommer, ja, cool. Und dann plötzlich, oder Gulaschi. Und ich hab mich so, was?
Was? Warum? Bitte, Gulaschi. Aber du hast tatsächlich recht, er war dann der, der am zweitwenigsten wert war. Mhm. Aber die anderen hätten auch nur so 5, 6 Millionen mehr gekostet, aber let's go. Ich darf also meine neue Nummer 1, ja, zurück, frisch aus seiner Verletzung bei mir behalten. Okay, check, dann komme ich zu meiner zweiten und auch letzten Auswahl. Da haben wir eine Flügelposition. Also beide Seiten sind da vertreten. Es sind auch, glaube ich, allesamt Spieler mit einem auslaufenden Vertrag. Wir haben einmal Philippe Anderson von Lazio Rom. Wir haben Alex Berenguer von Athletic Bilbao. Sagt der Kollege dir irgendwas? Nö. Okay, sehr gut. Hat eine 80er Gesamtstärke, 27 Jahre alt. Kein Potenzial nach oben oder sonst was. Dann haben wir Kollege Lucas Ocampos von Sevilla. Wir haben Nicola Pepe frisch zu Trabzonspor gewechselt. Und Munir El Haddadi, ein ehemaliger Kollege von Messi, von Ude Las Palmas. Ah, Munir oder... gute Frage. Was war die 2 nochmal bitte? Die 2 war der Kollege... Ah, nee, das war der, dann meine ich die 3, sorry. Dann meinst du, glaube ich, Ocampos. Ocampos, ja, genau. Munir oder Ocampos. Irgendwie, tendiere ich so zwischen den beiden. Mhm. Munir wäre ganz cool, so Rückholaktion irgendwie zusammen mit Messi dann halt zumindest in einer Mannschaft. Wobei ich sagen muss, Ocampos finde ich schon in der Realität richtig geil. Und weil das mein Lieblingsspieler ist aus der 5er-Auswahl, würde ich den doch einfach auch direkt mal einloggen. Halt deine Fresse, Digga! Ich habe noch nie einen Menschen gehört, der gesagt hat, boah, Lucas Ocampos, voll der stabile Baller, Digga! Noch nie gehört, Digga. Chris, du bist heute der Erste. Junge, ja, doch, also was ist ich, das? Lucas Ocampos. Ja, bitte, ich fand den schon immer recht geil, ohne Spaß. Okay. Also, ich fand war der nicht auch recht, bei Rom? Recht nicer Baller. Was? War der nicht auch bei Rom? Oder habe ich da. War Ocampos. Der nicht irgendwie in Italien oder so? Irgendwas habe ich im Kopf, aber ich kann auch. Also, ich glaube, Ocampos, der war ja bei. In der Serie. Der war bei Marseille, nee, in der, ne? Der war bei Marseille, der war, glaube ich, auch mal bei Ajax. Der war bei AC, daher kenne ich ihn. Der war bei AC Mailand, Digga. Oh Gott, Junge. Ich wusste irgendwo. Mailand? Ja, geliehen war er. Irgendwo, irgendwas mit Italien. Ja, stimmt. Irgendwas stimmt. Mit Italien hatte ich im Kopf, Alter. Aber ja, ja. Gut. Aber ich fand auch gerade. Er war verliehen so. An Ajax zuletzt, wusste ich gar nicht. Ja, genau, Ajax, ja. Mhm. Genau. Okay. Aber ich fand den schon immer recht interessant. Also jetzt nicht, dass ich sage, einer meiner Lieblingsspieler, aber halt der, den ich am meisten feiern würde aus der 5er-Auswahl. Ja, okay. Hätte ich das gewusst, hätte ich ihn natürlich nicht geholt. Habe ich jetzt aber getan in dem Fall und deswegen löse ich seinen Vertrag auf für 2,6 Millionen. Ocampos, Bruder, halle tschüss. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Also der Flügelspieler bei dir ist nicht mehr da. Auch ich habe auf dem Flügel was gemacht. Auf der einen Seite spielt Farias, dann haben wir Messi auf der 10 und links eventuell ein Patrick Wimmer Wimsi, dann vielleicht ein Christian Pulisic, ein Guiri, mittlerweile ja auf dem Flügel umtrainiert. Wir haben noch einen Michael Olise oder Michael Olise, ich weiß nicht, Franzose, wie man den ausspricht, von Crystal Palace und zu guter Letzt noch Harvey Barnes, auch aus der Premier League. Da mache ich jetzt mal, ich drehe um, der Spieler, von dem ich am meisten halte, dieser Auswahl, die du gerade aufgezählt hast, ist Olise von Crystal Palace, wie der Bruder immer ausgesprochen wird. Olise, ja, ich wusste. Oder irgendwie so, ich weiß es jetzt auch nicht, Bro, das war jetzt nur so Gedanken wegen Französisch, ich habe den Namen auch noch nie ausgesprochen gehört, aber ja, ich gehe auf jeden Fall auf ihn, weil ich auch in der Realität finde, dass es ein ziemlich stabiler Baller ist. Ja, es war tatsächlich zusammen mit Patrick Wimmer auch der billigste gemessener Marktwert. Okay. Ich dachte dann so, Wimmer oder Olise und ja, natürlich habe ich mich für Olise entschieden. Digga, das war jetzt wirklich nur basierend darauf, dass du gerade dasselbe bei Ocampos gesagt hast und ich drehe den Spieß um und es funktioniert auch direkt. Was ja, aber das hier? War tatsächlich auch so ein Auswahlkriterium, weshalb ich mit ihm gegangen bin, weil auch ich ihn, natürlich Wimsi, liebe Grüße an der Stelle gehen raus an dich, feiere ich auch extrem, aber ich dachte, das ist ein bisschen zu offensichtlich, du weißt ja auch, mit Wimsi und so. Ja, die Wimsi-Connection. Er folgt mir auch bei Insta, Grüße an der Stelle. Oh, jawohl, Wimsi, Grüße gehen raus. Deshalb dachte ich, ich nehme den mal so ein bisschen alibimäßig mit, aber muss mich dann doch für Olise entscheiden, weil ich eigentlich dachte, du gehst mit Patrick, aber ja, so ist es jetzt halt der Michael geworden, der Olise, wie auch immer. Ich habe ihn jetzt auf jeden Fall raus aus der Startelf gepackt. Ich werde den jetzt natürlich auch direkt abstoßen und dann heißt es für uns eigentlich auch schon Simulation in Richtung 1. Juni, denn da würde dann die zweimonatige Sommertransferphase in Europa zumindest eigentlich beginnen. Können wir ja eigentlich direkt machen, oder? Ja, safe, auf geht's. Ich muss so gucken, wer hier den rechten Flügel beackern darf anstelle von Ocampos, aber dann sehen wir uns gleich im Sommer dann wieder. Hier sind wir dann angekommen. Nicht wie zuvor, ich glaube nämlich falsch gesagt von mir am 1. Juni, sondern am 1. Juli. Bedeutet Sommertransferphase. Für uns die zweite gleich für 20 Minuten, heißt also 2 Monate. Und was uns dann aufgefallen ist, Dennis hat ja gar nicht seine anderen Transfers aufgelöst. Ich weiß auch gar nicht so viel davon, weshalb Dennis jetzt nochmal ganz kurz auch für mich und gut für euch, ihr habt es ja wahrscheinlich schon gesehen, aber kurz auflösen darf. So. Ja, genau, richtig. Und zwar das, was mir aufgefallen ist, ist, dass ich habe Rakitic, Ocampos und Papu Gomez geholt und alle drei haben halt Sevilla-Bilder, obwohl zwei davon halt nicht mal, oder einer spielt nicht mehr bei Sevilla. Aber das auf jeden Fall dazu. Papu Gomez, Rakitic und Martin De Roon ist mittlerweile Innenverteidiger und das sind meine drei Transfers, die ich nicht zur Auswahl gestellt hatte. Ja, so viel dazu und dann kommen wir jetzt mal zu den Wettbewerben, wo wir reingucken können. Es gibt Pokal, es gibt Liga. Können wir reinschauen, wie sieht es bei dir aus? Inter Miami, wo stehen die in der Tabelle? Mit wie vielen Spielen, wie viele Punkte? Schieß mal los. Ich habe 18 Spiele.
Spiele. Okay. Und damit die wenigsten als einziges Team in der Liga, habe 4 Punkte Vorsprung und bin auf Platz 1. Mit wie vielen Punkten? 39. Ach, Digga, mit 39 Punkten bin ich Zweiter. Aber man muss auch sagen, auch 2 Spiele weniger als der Erste und auch die wenigsten Spiele allgemein in der Liga. Das heißt, 2 Spiele mehr und dann sind wir vielleicht auch Tabellenerster. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Wer ist ein Erster bei dir? Erster ist bei mir der FC Toronto. Der FC Toronto? Die sind bei mir einfach Neunter. Okay. Bei mir ist Letzter Charlotte FC. Wo sind die bei dir? Erster? Sind sie bei mir auch. Nee, die sind Letzter. Sehr gut. Genau, also ja, sieht ganz gut aus, nur 1 Niederlage, 11 Siege, 6 Unentschieden ist in Ordnung, also wichtig ja eigentlich eh nur, dass wir irgendwie in die Playoffs kommen und umso höher wir in der Liga gerankt sind, umso besser wird sie dann später für die Playoff-Phase. Genau, ich glaube der Pokal, die US Open oder die US Open Cup Session, die ist bei mir noch immer recht aktiv, denn ich bin im Halbfinale noch dabei. Okay, damit bist du schon mal eine Runde weiter als ich, weil ich im Viertelfinale geflogen bin gegen die Portland Timbers und das könnte schon eine sehr wichtige Entscheidung für den Showdown hier sein. Ja, war es für dich auch der Einstieg in Runde 2 oder hattest du da frei los? Der Einstieg war in Runde 2. Okay, da habe ich nämlich dann auch genau gewonnen und jetzt warte ich auf DC United, das Team, wo glaube ich mal Wayne Rooney eine Zeit lang gespielt hat. Ja, ich bin DC United Fan, was soll ich sagen, Digga? Ey, ich finde, da gibt es eine legendäre Tor von denen, wo der Rooney mit in die eigene Hälfte zurückrennt, den da umgrätscht, nach vorne rennt und dann das Ding in den 16er reinflankt und dann passiert das Tor und die gewinnen noch und sind weiter und es war so geil. Gibt es ein überragendes Video. Genau, das ganz kurz hier, der Vollständigkeit halber dazu. Jetzt vielleicht, bevor wir in die 20 Minuten reingehen, Dennis, Transferbudget, wie viel steht denn da bei dir noch? Transferbudget steht 24 Millionen. Okay, bei mir stehen 20 Millionen. Okay. Ja, das ist eigentlich auch in Ordnung. 20,05. Ja, ich denke, man kann auf jeden Fall damit noch was machen. Und ich würde sagen, das ist ja dann eigentlich auch der perfekte Start, um zu sagen, Sommertransferphase. Klappe, die zweite zumindest, was das Transferfenster angeht. 20 Minuten, Konferenzschaltung, let's go. Zurück also ins gewohnte Umfeld. 20 Minuten, die starten in 3, 2, 1, let's go. Und ja, was soll ich sagen? 20 Millionen haben wir noch auf dem Konto. Wir haben eine Mannschaft, die ist eigentlich recht solide. Wenn, dann würde ich wahrscheinlich einen neuen Innenverteidiger anstelle von Miller verpflichten wollen. Anstelle von Negri einen neuen Außenverteidiger. Und anstelle von Taylor vielleicht noch einer auf dem Flügel. Dafür aber im Verbund vielleicht immer Tauschdeals. Später braucht man aber auch noch ein bisschen Geld, um vermeintliche Neuzugänge eventuell wieder abstoßen zu müssen. Wir müssen einfach mal schauen. Es bedarf schon ein bisschen Planung, aber vielleicht setze ich auch unverändert weiter auf Miller. Negri, der sowieso verletzt ist, könnte man ersetzen, genauso wie Taylor. Schauen wir einfach mal, was wird. Okay, Leute, wir haben also nochmal 20 Minuten Zeit, um diesen Kader zu verbessern. Die Zeit beginnt in 3, 2, 1. Let's go, Leute. Und ich glaube, ich gehe jetzt mal nicht auf Spieler mit auslaufenden Verträgen. Wir haben zwar jetzt auch nicht das größte Budget, wir werden auch sehr wahrscheinlich nicht 3 Spieler irgendwie an den Start kriegen. Ich gebe einfach mal mein Bestes und ja, was daraus entsteht, das seht ihr dann. Genau aus diesem Grund soll Matthijs Tel vom FC Bayern also unser neuer rechter Flügel werden. Wir werden viele Talente zur Auswahl stellen und ich hoffe, dass der Bruder die Snipe-Phase irgendwie überlebt. Leider maximal nervig, dass ich ihn auf einer völlig anderen Position wirklich als Schlüssel oder wichtiger Stammspieler einplane, weil er aber Stürmer ist, er nicht mehr als Rotationsspieler sein möchte. Ich den Vertrag aber auch nicht ändern kann, nachdem ich gleich seine Position ändern werde. Also ich denke mal, ihr wisst schon, was ich meine. Er wird dann halt nur die Rolle als Rotationsspieler haben und vielleicht wird der Assistenztrainer ihn gar nicht einsetzen. Das liegt jetzt alles halt in seinen Händen. Wir werden fündig bei Nottingham Forest. Anthony Elanga, schwedischer Nationalspieler und einer der wenigen Spieler, der jetzt von sich behaupten kann, er hat bereits bei Manchester United mit Cristiano Ronaldo zusammengespielt und auch hier jetzt bei Inter Miami mit Lionel Messi. 9,5 Millionen ist sehr viel Geld, bedeutet also auch, ja, wir brauchen jetzt noch eine andere Position. Miller, auf den setzen wir einfach in der Mitte neben dem anderen Argentinier. Auf der Rechtsverteidigerposition ersetzen wir Negri vielleicht mit einem Tauschdeal und hoffentlich dürfen wir natürlich in dem Fall auch Anthony Elanga dann behalten. João Neves von Benfica Lissabon ist dann ein weiteres Top-Talent, welches ich holen möchte. Starte mit einer 71er Gesamtstärke rein, Potenzial liegt bei 87. Vielleicht hat er jetzt schon sowas wie eine 73 oder so und damit ist er sofort bei uns in der Startelf gesetzt. Und damit hätten wir jetzt, glaube ich, noch Geld, um einen weiteren und letzten Transfer für die Innenverteidigung zu holen. 7 Millionen für Joscha Wagnumann. Beim VfB Stuttgart wurde er eigentlich verdrängt von Stenzel, der eine super Vorbereitung gespielt hat und es funktioniert ja auch aktuell alles beim VfB in Bezug zur Realität. Joscha Wagnumann, 22 Jahre jung, bereits auch mal Nationalspieler gewesen, er in der U-Nationalmannschaft, aber ich glaube auch mal für die Herren, für die Aktiven auf jeden Fall nominiert, also für die A-Nationalelf. In dem Fall 74er Gesamtrating, das ist absolut stabil, wir verbessern uns, er hat auch noch Potenzial nach oben und haben damit jetzt noch genug Geld übrig, um dann ja womöglich auch einen Spieler abstoßen zu müssen. Damit wir uns diesen letzten Spieler überhaupt leisten können, muss es ein Spieler jenseits der 30er-Grenze sein in der Innenverteidigung.
Innenverteidiger und wir müssen auch einen Innenverteidiger von uns selbst eintauschen. Und holen dafür aber mit Nicolas Otamendi einen weiteren ehemaligen Nationalmannschaftskollegen von Messi. Ich weiß gar nicht, ob Otamendi überhaupt noch Nationalmannschaft spielt. Ich glaube eigentlich nicht. Vielleicht aber noch auf der Bank oder so. Das kann sehr gut sein. Und in der Innenverteidigung passt er absolut gut rein mit seiner 81er Gesamtstärke. Damit ist unsere Sommertransferphase abgeschlossen. Insgesamt haben wir in diesem Showdown 8 neue Spieler geholt. Also praktisch eine neue Startelf neben Alba, Busquets und Messi. Mit Otamendi endet das Ganze jetzt hier. Messi begrüßt ihn, Leute. Und dann schauen wir uns mal gleich die Mannschaft an. Welche jetzt dann also wie folgt aussieht. Wir haben Otamendi mit einer 81, wie gesagt, in der Innenverteidigung. Hier haben wir Neves mit einer 73. Also direkt auch von seiner Gesamtstärke. Ein Mann für die Startelf. Und hier vorne also im Angriff Mathys Tel, der schon eine 74 hat. Und zu guter Letzt ändern wir also, wie gesagt, noch die Position bei Mathys Tel zum rechten Flügelspieler, damit er auch hoffentlich viele Einsätze bekommt. Hier noch einen Entwicklungsplan reingehauen. Und damit ist die Transferphase vorbei und wir kommen zum Snipen. Ganz so viel Zeit haben wir tatsächlich nicht gebraucht. Die 20 Minuten waren dann ja recht überflüssig, zumindest in dieser Dauer, denn wir haben ja schon recht viel in den 10 Minuten zuvor gemacht. Aber es sind bei mir recht unspektakulär wieder mal nur 2 Neuzugänge geworden. Ja, gleich dazu mehr, denn ich würde dann mit der ersten 5er-Auswahl beginnen. Vorher aber ganz kurz, Dennis, bei dir sind es wie viele Neuzugänge? Das würde mich natürlich noch interessieren. Ja, ich habe die 3 voll gemacht. Also 3 Picks wären möglich, aber da du natürlich wieder nur 2 Spieler geholt hast, haben wir nur 2 Spieler zur Auswahl. Und ich kann schon mal erwähnen, der nicht zur Auswahl kommt, ist João Neves, den ich von Benfica Lissabon geholt habe. Talent, 73er Gesamtstärke, Potenzial vorhanden. Ja, ist mein Transfer, der schon mal nicht zur Auswahl gestellt wird. Okay, dann fange ich doch mal an mit meinem ersten 5er-Auswahl-Bild, sage ich mal. Denn ich habe natürlich für hinten rechts den neuen Rechtsverteidiger geholt. Negri war bei mir verletzt und war halt auch einer der schwächsten Spieler, was das Gesamtrating angeht. Und deshalb gibt es für dich zur Auswahl einmal Joscha Wagnoman, kennen wir natürlich, Nationalspieler, zumindest war er das mal zwischenzeitlich und für kurze Zeit. Wir haben Dedic, ehemals glaube ich auch irgendwie Salzburg, oder ist das Salzburg vielleicht noch immer bei uns oder bei mir, war er zumindest mal zwischenzeitlich bei Benfica. Wir haben Rico Lewis, wir haben Sildia natürlich auch von Freiburg und wir haben Ivan Fresneda, lange Zeit bei Dortmund hochgehandelt und dann ja, glaube ich, zu Sporting gewechselt. Hier ist er zumindest bei Sporting. Ich meine, das war dann auch so der Fall. Ja, in der Realität auch, genau. Ich würde aber mal auf, boah, wer war nochmal der Vorletzte? Sildia von Freiburg. Ja, genau, das ist so ein Name. Ich habe den, glaube ich, schon ein paar Mal geholt. Ich habe den noch nie bei dir gehört, deswegen gehe ich mal auf Sildia. Ja, ich dachte, ich nehme den auch mal mit auf die 5er-Auswahl, weil ich gerade so durchgeschaut habe. Der war mir jetzt auch noch nie so wirklich bewusst, hat aber in dem Fall hier eine 73 schon. Gutes Potenzial ist aber nicht mein Neuzugang für hinten rechts. Es ist zwar einer aus der Bundesliga, es ist aber Joscha Wagnoman gewesen. Und ja, habe ich für 7 Millionen schön eingekauft hier vom VfB Stuttgart und dementsprechend darf ich meinen Rechtsverteidiger behalten. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es für deine erste 5er-Auswahl auch so zutrifft, dass du den behalten darfst oder eben nicht. Ja, genau. Und zwar haben wir da einen neuen Innenverteidiger, denn ja, ich hatte ja Drohnen und daneben nicht so einen guten Partner und der ist jetzt am Start. Es sind aber auch genauso wie Drohnen alles Routiniers, also jenseits der 30er Grenze, auch allesamt älter, sogar als 34 sehe ich gerade. Okay. Also 34 ist der Jüngste. Wir haben auf dem Zettel einmal Mats Hummels vom BVB, wir haben Otamendi von Benfica, wir haben zweimal von Sevilla Sergio Ramos und Fernando und Alderweireld von Royal Antwerp. Wow, also wirklich die komplett, also so wie du sagst, jenseits der 30er Grenze. Boah, keine Ahnung, es ist eine 20%ige Wahrscheinlichkeit, weil ich werde jetzt einfach aus dem Bauch raus sagen, was vorher mit Sevilla schon mal geklappt hat, klappt vielleicht jetzt auch wieder. Heißt Sergio Ramos oder Fernando? Fernando ist eigentlich ja ZDM, gell? Ja, ja, genau, auch stimmt, bei Fernando noch die Positionsänderung, exakt. Aber ich weiß nicht. Ich dachte, glaube ich, immer, das funktioniert, aber ich glaube, es geht gar nicht so leicht. Ich weiß es aber nicht. Vielleicht täusche ich mich auch. Und deshalb würde ich Sergio Ramos nehmen. Fragezeichen. Ja, Ausrufezeichen. Ich würde mit Sergio Ramos gehen. Okay, gut. Es war für mich relativ schnell klar, dass mein Spieler nicht gesniped wird, denn ich habe einen weiteren Argentinier geholt. Nicolas Otamendi ist in der Innenverteidigung am Start mit seiner soliden 80, 35 Jahre alt und ja, jetzt der Partner von Martin Deron. Stimmt, ist tatsächlich ein bisschen lost von mir gewesen. Man hätte natürlich auch so die argentinische Connection fertig machen können. Vor allem, weil ich das jetzt auch hier in meiner 5er-Auswahl gleich erwähnen werde. Ich dachte aber, Sergio Ramos vielleicht auch aufgrund gemeinsamer Zeit bei PSG. Deshalb so mäßig. Ja, du hast ja eher an Sevilla gedacht. Das war auch mein Gedanke, dass du dadurch, dass du da vorne Argentinier gesniped hast, nicht nochmal auf dieser Basis einen Spieler von mir snipen wirst. War so mein Gedanke, hat funktioniert. Okay, alles klar. Da bin ich mal sehr gespannt, ob meine Außenbahnposition auch so bleibt, ob das funktioniert. Denn ich habe natürlich einen neuen Flügelspieler geholt. Und es gibt 2 Argentinier zur Auswahl. Beide haben eine 74. Darf ich raten, welche die beiden sind? Also ich kannte beide vorher nicht unbedingt. Du kannst beide nicht?
Nee, der ja, okay, beide haben wir 74. Mein erster Name wäre nämlich Garnacho gewesen. Nee, also beide haben eine 74. Der eine heißt Luca Langoni. Okay, nie gehört. Von Boca Juniors. Der andere ist, glaube ich, auch von Boca Juniors. Ezequiel Ceballos. Okay. Ja, beide 21 Top-Talente. Es geht weiter dann, das ist schon wieder ein bisschen bekannter. Natürlich Kevin Schade. Wir haben dann Anthony Elanga, mittlerweile ja bei Nottingham, nicht mehr bei Manchester United. Und Amad Diallo wäre auch der letzte, ebenfalls Manchester United. Amad Diallo, den hast du letztens mal geholt. Deswegen gehe ich nicht auf ihn. Ich würde auf einen der Argentinier gehen, so ein bisschen auf mit Messi-Connection, dies, das. Und jetzt ist halt die Frage, wer von beiden? Also, ne, es ist eine 50-50. Also, ich kann dir nochmal, also Langoni oder Ceballos? Ja, nochmal. Ceballos wusste ich, Langoni, das hätte ich jetzt nochmal kurz nachfragen müssen. Ich gehe auf Ceballos, weil das ist der von beiden, der mir, glaube ich, was sagt. Der wird mit Z am Anfang geschrieben, ne? Ceballos genau. Mit Z am Anfang, genau. Ja. Das ist der mir irgendwas sagt und deswegen gehe ich einfach mal auf ihn. Okay, das heißt, es ist also aufgegangen, der Plan, dass ich sage, ey, ich packe ein paar Argentiner mit drauf, um dich vielleicht so ein bisschen in die, ja, ich sag mal, in die falsche Bahn zu leiten. Schade. Es ist nämlich im Endeffekt Anthony Elanga geworden von Nottingham Forest. Elanga. Und dementsprechend darf ich meine zwei getätigten Transfers in dem Fall ausnahmsweise mal behalten, ohne Style. Mal gucken, ob es bei dir auch so bleibt. Okay, dann ich mache es dir gleich. Flügelposition, ich habe auch zwei Argentiner drauf, das sind aber zwei völlig andere, nicht Ceballos und ich habe den anderen Namen schon wieder vergessen, aber sei es drum. Ja. Wir haben zur Auswahl nämlich einmal den gerade von mir angesprochenen Alejandro Garnacho von Manchester United. Matisse Thiel von den Bayern darf nicht fehlen. Wir haben Nusa von Club Brügge. Wir haben Ilaing Junior von Juventus Turin. Und der andere Argentinier, das ist dann Prestigiani. Ah, Prestigiani, ja. Guter Mann. Der ist natürlich auch sehr, sehr stark. Ilaing oder Ilaing Junior, wie auch immer man den ausspricht, den Engländer da von Juve, finde ich ganz interessant. Ich hatte den auch mal in der STG bei mir. Der hat mir so gut gefallen, weshalb ich einfach mal mit denen gehen würde und dann dir auch unterstelle, dass die Argentinier einfach auch nur so ein bisschen irreführend mit auf der 5er-Auswahlliste stehen. Ja, die Unterstellung ist richtig. Der Take ist aber leider falsch, denn ich habe nicht Ilaing Junior geholt. Ich kenne den tatsächlich auch aus Pass Sprint to Glories von dir. Also ich habe den da ein paar Mal schon gesehen. Yeah. Noch nie geholt, selber in der Karriere. Und das ist hier und heute auch nicht der Fall gewesen, denn ich habe am Ende einfach Matisse Thiel geholt. Ja, im Endeffekt, okay. Bruder, damit du einen schönen Spieler fürs Thumbnail hast. Während meine Kopfhörer gerade einfach komplett sinnlos von meinem Kopf runterfallen. Aber ja, Matisse Thiel ist der schöne Spieler fürs Thumbnail, der jetzt meine rechte Flügelbahn beackern darf. Ich habe meine Kopfhörer auch mal wieder endlich aufbekommen. Genau, neben Neves und Otamendi mein dritter Transfer in diesem, ja, ich wollte Winter sagen, nee, in diesem Sommer in der zweiten Transferphase, wie auch immer. Ist alles tatsächlich sehr ungewohnt. Also Sommer, Winter, ein Monat, zwei Monate, ist aber auch wirklich ganz egal. Man blickt so langsam aber sicher durch und wir hoffentlich auch, was dann das Ligasystem angeht. Denn jetzt werden wir erstmal bis zum Ende simulieren. Dann geht es ja logischerweise auch irgendwann in die Playoffs und dann gucken wir halt einfach mal. Ende der Saison ist vermutlich, Dennis, weißt du, welcher Monat das dann ist? Boah, ich glaube irgendwann November, Dezember, einer von den beiden Monaten. Irgendwie ja, Ende des Jahres. Dann gehen wir einfach mal in Richtung 1. Dezember und genau. Dann gibt es also das Punktezählen und die Auflösung, wer diesen Showdown gewonnen hat. Wir sind am Ende der Saison angekommen und natürlich ist es jetzt so, wir haben die Eastern und die Western Conference und dann geht es weiter in Runde 1, Conference Halbfinale, Conference Finale und die MLS Endrunde. Da wir aber die normale Tabelle natürlich auch erstmal mit in die Punkte mit reinnehmen wollen, gibt es hier das ganz normale System, Anzahl der Teams, abzüglich der Position, die wir sind und später dann, ja, ab Runde 1, vorausgesetzt, da wären wir beide drinne gewesen, gibt es dann also pro Überstehen der nächsten Runde einen Punkt, sollte man im Finale sein und dieses Gewinn 2. Ähnlich wie es halt in dem DFB-Pokal dann ist, was aber auch nicht bedeutet, dass dann die US Open natürlich außen vor gelassen werden, weil da zählen wir gleich auch noch die Punkte. Ganz kurz, Dennis, 15 Teams sind es ja bei uns insgesamt und ja, ich bin unverändert auf Platz 1. Ja, ich bin auch auf 1 gekommen, 8 Punkte Vorsprung vor Philadelphia, Toronto, New England, New York City, Red Bulls und so weiter und so fort. Heißt also eigentlich ursprünglich mal 14 Punkte. Sollen wir als Art Meistertitel auch 3 mit drauf? Ja, komm, Digga, der erste Platz ist was wert, Alter. Da müssen wir mal 3 Punkte oben drauf rechnen. Perfekt. Also, ich habe 81 Punkte, habe 19 Punkte Vorsprung auf New England. 19 Punkte, Digga, was? Ja. Habe auch weiter unverändert nur eine einzige Niederlage. Die hatte ich ja schon bereits zum Winter, zur Halbserie. Genau, dann gucken wir doch einfach mal weiter. Die Runde 1 haben wir ja dann logischerweise beide übersprungen. Genau. Dann kam das Conference-Halbfinale, habe ich gegen Nashville gewonnen. Habe ich gegen New England gewonnen. Okay, Conference-Finale gegen Columbus Crew habe ich auch gewonnen. Gegen Philadelphia Union habe ich gewonnen. Okay, und in der MLS-Endrunde habe ich dann Dallas als Gegner gehabt und habe ich auch gewonnen. Ja, ich habe im Elfmeterschießen gegen LA Galaxy verloren. Ah, wie bitter. Das heißt also, für dich gibt es 2 Punkte und für mich 4. Ist das richtig? Richtig. Und damit ist das Ding auch eigentlich schon mehr oder weniger verloren. Ja, vor allem, weil, glaube ich, klar war im US Open Cup, den ich übrigens auch gewonnen habe. Ja, klar, was auch sonst. War für dich wo Endstation? Immer noch im Viertelfinale. Ah, Viertelfinale, okay. Das heißt also, es gibt aber trotzdem 2 Punkte für dich. Für mich gibt es 3, 4 und 6. Gut, der Vollständigkeit halber, aber schauen wir trotzdem natürlich noch auf die Trainer des Monatspreise, ob es da denn welche gibt. Nö. Ja, okay. Gibt keine bei dir? Nö.
Ah, okay, bei mir gibt es eine 2. Jetzt aber, und da habe ich richtig Bock drauf noch auf die Statistik, denn mich würde echt interessieren, ob bei uns beiden Messi abgeliefert hat oder wie es da dann ausgeschaut hat. Wir schauen mal ganz kurz bei mir drauf. Gulaschi 40 Einsätze, hat 12 Mal die Null gehalten. Bei mir Laforte 2 Vorlagen, aber nur 9 Mal die Null. Ja, okay. Vorlagen würden aber da, was das Torhüter-Duell angeht, auf jeden Fall auf deine Kappe gehen oder auf dein Konto. Ja. Die meisten Vorlagen hat Sergio Busquets bei mir einfach. Okay, bei mir Jordi Alba. Wie viele? 9. Ich habe 12. Okay, stark. Aber mir hat sich auch ein bisschen zu doll aufgeteilt. Ich habe einen mit 8, dann noch 7, 6, 5. Ja, und da kann ich mal zu den Toren kommen. Es ist nicht Lionel Messi. Und Lionel Messi hat auch, ja, zusammen mit diesem Spieler, mit Alejandro Gomez, die meisten Scorer. 18 Tore von Papu Gomez, 17 von Messi, der insgesamt auf 25 Scorer kommt, wenn mein Mathe nicht komplett broke sein sollte. Also zur Frage, ob er performt hat, jein, würde ich einfach mal behaupten. Ja, bei mir hat er 40 Einsätze, 7 Vorlagen und 22 Tore. 22 Tore, bitte was? Ja. Ja, 29 Scorer, also insgesamt hier bei Messi, also so alle, ja, ich sag mal 75% oder in 75% aller Spiele hatte er gefühlt eine direkte Torbeteiligung. Nicht nur gefühlt, sondern auch rein rechnerisch, dann auch offiziell. Bedeutet also auch hier, ausnahmsweise mal gehen die Statistikpunkte dann auch auf mein Konto. Bedeutet dann, bei dir müssen es insgesamt 21 Punkte sein. Ich zähle bei mir mal ganz kurz zusammen, wir sind bei 27, 29, es müssten bei mir 32 sein, wenn mich nicht alles täuscht. Vielleicht habe ich mich aber auch irgendwo verrechnet, das seht ihr es auf jeden Fall, denn spätestens im Schnitt werde ich es normalerweise immer richtig machen. Also hoffe ich zumindest. Und damit sind wir dann auch am Ende der Folge hier angekommen. Es hat also alles ganz gut funktioniert. Ich sehe gerade auch Busquets und Alba noch immer auf eine 81. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, die gehen deutlich schneller runter. Ja, aber ansonsten kann ich mich nicht beschweren. Und damit würde ich sagen, sind wir dann auch am Ende angekommen. Bevor Dennis als Gast dann gleich auch das Schlusswort hat. Ja, natürlich hier nochmal die Info. Parallel bei Dennis gab es auch ein Video. Checkt das super gerne ab, falls ihr da noch nicht herkommt. Ja, falls ihr jetzt einfach dieses Video als erstes gesehen habt. Danach rüber zu Dennis. Jetzt direkt Link in der Videobeschreibung. Lasst Liebe da. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wollt ihr sowas öfter sehen, Kommentar natürlich auch unten rein. Plus ein kostenloses Abo. Dennis abchecken und das ist das passende Stichwort, denn er hat jetzt das Schlusswort für euch. Ja, Leute, leider die nächste Niederlage in den Showdowns, aber gut, es kamen ja auch diverse Siege jetzt in Folge, da kann man auch mal so eine Niederlage verkraften. Vor allen Dingen hier in der MLS, wo alles ja nochmal ein bisschen anders läuft. War aber definitiv interessant, wenn ihr, wie gesagt, sowas öfter sehen möchtet, mit bisschen exotischeren Ligen, Ländern, Kontinente und so weiter, dann lasst es uns gerne wissen durch einen Daumen, Kommentar und so weiter. Wir sind raus, Leute, haut rein und ciao.